sich Maria gedacht, als mitten in der finsteren Nacht ein Engel ihr erzählte, du bist die Auserwählte. Hallo, Pater Bernhard. Ja, servus Felix, wie geht es dir denn? Dankeschön, es geht mir sehr gut. Ich freue mich schon auf Weihnachten. Genau. Du, was machst du da? Ich bereite die Krippe vor, Felix. Für Weihnachten brauchen wir eine Krippe. Mhm. Oh, da ist er schon. Das Jesuskind. Genau. Weil zu Weihnachten feiern wir die Geburt von Jesus. Ganz genau. Dem Christuskind. Weißt du überhaupt, wer alle in der Krippe da ist? Also Maria. Genau. Also die haben wir hier. Wir nennen sie auch die Mutter Gottes. Weil sie die Mama von Jesus war. Der Engel, weißt du noch, wie der geheißen hat? Gustav? Nein, zwar mit einem G hat er begonnen, aber nicht Gustav. Ach, ich weiß, Gabriel. Genau, Gabriel, der Erzengel, wurde von Gott zu Maria in die Stadt. Kannst du dich erinnern, welche Stadt das war? Bethlehem. Nein, Bethlehem ist er geboren. Nazareth? Nazareth, genau. In die Stadt Nazareth wurde er zu Maria gesandt und hat ihr eben gesagt, dass sie die Mama von Jesus wird. Mhm. Und Maria war ja verlobt mit Josef. Genau. Und der hat sich gedacht, komisch, ich bin ja nur verlobt und Maria empfängt schon ein Kind. Mhm. Und er wollte sich eigentlich trennen. Aber dann hat Josef einen Traum gehabt, wo ihm auch der Engel erschienen ist und gesagt, Josef, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu nehmen. Denn das Kind, das sie in sich trägt, ist von Gott, ist vom Heiligen Geist. Er wird der Sohn Gottes sein, der Mensch wird. Und das feiern wir eben zu Weihnachten. Oh, schön. Oh, jetzt muss ich die zweite noch ein bisschen besser in den Blick bringen. Aber was machen denn der Ochs und der Esel in der Krippe? Also, Jesus ist ja in einem Stall geboren und Kinder, in dem Stall waren sicher kein Ochs und kein Esel da, sondern wahrscheinlich Schafe. Aber in der Bibel, die habe ich hier, steht im Propheten Jesaja, das ist jener Prophet, der vieles über das Kommen Jesu uns berichtet. Da steht im ersten Kapitel, Felix, hör mal ganz gut zu. Ich bin ganz ohr. Der Ochs kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn. Deshalb ist Ochs und Esel in der Krippe, um zu sagen, selbst die Tiere erkennen, wer Gott ist, wer für sie sorgt, wer sie erschaffen hat. Und das ist die Einladung an uns als Menschen, dass auch wir Gott in unserem Leben erkennen und begreifen, dass er uns liebt, dass er immer für uns da ist. Mhm. Das sind jetzt einmal die Hauptfiguren in der Krippe. Aber da fehlt doch noch jemand, oder? Ja, die habe ich hier bei der Seite, wenn du die drei Weisen meinst. Die kommen dann später zur Krippe. Meistens stellen wir sie um den 6. Jänner auf. Weißt du zufällig, wie die drei heißen? Muss ich nachdenken. Irgendwas mit... Ach, ich weiß es wieder. Kaspar, Melchior und Balthasar. Richtig, Felix, super. Aber das sind ja nur Namen, die wir uns erfunden haben. Weil eigentlich bedeutet CMB das, was die Sternsinger, die eben vom 1. Jänner an in unserer Pfarre von Haus zu Haus, von Wohnung zu Wohnung gehen, um die Weihnachtsbotschaft zu verkünden, schreiben diesen Gruß eben auf die Türen. Mhm. Nämlich das Jahr, also in wenigen Tagen 2024, CMB. Und heißen tut das eigentlich Christus Mansionem Benedicat. Das heißt, wir bitten Jesus, dass er unser Haus, unsere Wohnung, unsere Familie segnen möge. Also, dass wir immer in Frieden miteinander leben, dass wir spüren die Liebe Gottes, die immer bei uns ist. Das hat uns ja Gott versprochen. Und Felix, jetzt eine ganz schwierige Frage. Oje, oje. Weißt du zufällig, wie man Jesus noch nennt? Vielleicht Christus? Christus, der Gesalbte, richtig, aber oder einen anderen Namen hat er auch noch. Emmanuel. Genau, Emmanuel. Und das ist ein hebräisches Wort und bedeutet eben, Gott ist mit uns. Und vielleicht hast du jetzt gehört, wie hat der Engel geheißen? Gabriel, das habe ich mir gemerkt. Genau, und Emmanuel. Da ist hinten immer die gleiche Endung, nämlich E-L. Ja. Wie auch in Raphael oder Daniel. Das sind alles hebräische Namen und E-L
bedeutet eben Gott. Also, in diesem Namen tragen wir auch den Namen Gottes. Und das ist das Große, was wir zu Weihnachten feiern, dass Gott immer mit uns ist. Liebe Kinder, liebe Familien, lieber Felix, ich wünsche euch alle, gemeinsam mit Felix eben, ein gesegnetes Weihnachtsfest und vor allem die Freude, immer zu spüren, dass Gott wirklich bei uns ist. Und wenn ihr mit uns gemeinsam feiern wollt, würde es mich freuen, euch willkommen zu heißen am 24. Dezember eben an Heiligabend um 16 Uhr zu unserem Krippenspiel, wo wir eben dieses Geschehnis von der Krippe in Bethlehem mit den Kindern nacherzählen wollen. Alles Gute, viel Freude und gesegnete Weihnachten. Tschüss! Frohe Weihnachten! Tschüss! Dunkelheit hat sich gelöst.